Willkommen zurück bei Deus Ex Mankind Divided. Wir sind hier in irgendeinem Hauptquartier der... Oh Gott, wie hießen sie doch gleich? RFT? TF-29, wie komme ich auf RFT? Das war bestimmt aus irgendeinem anderen Spiel. Der TF-29. Genau, wir müssen den Flüsterchip immer noch platzieren im Konferenzraum. Wir sollen auch irgendwas noch in der Waffenkammer machen. So, erstmal kurz wieder reinkommen. Oh, hey Leute, uiuiuiui, hier ist aber eine Menge los. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Wir haben auch eine ganze Menge Passwörter. Ich probiere es jetzt einfach mal. Wo müssten... Ach du Scheiße. Diese Leute könnten genauso gut Geister sein. Wir müssten bis hierhin, dann dort hoch und dort hoch. Da wären die... Störteile. Probier es jetzt einfach mal. Aber entscheidend ist der Zünder. Ich habe DNA-Checks bei sämtlichen Agenturen durchgeführt. Nichts. Okay, wunderbar. Sollte funktionieren. Okay, gut. Okay, Ali, es hat 3 Wochen gedauert, aber ich habe ihn gefunden. Die japanische Polizei hat seine Leiche vorgestern Nacht aus der Sagami-Bucht gefischt. Finger gebrochen, Augen ausgebrannt. Und zu dem Zeitpunkt hat er noch gelebt. Wenn diese Leute ein Exempel statuieren, schrecken sie von nichts zurück. Clemens. Achso, ursprüngliche Nachricht. Clemens, Sie müssen für mich Ihre Fühler nach jemandem ausstrecken. Joseph Shigeta. An dem gescheiterten Cyberangriff auf den Tresor von Tai Yong in der Palisade letzte Nacht waren 4 Personen beteiligt. 2 sind in Haft und einer hat sich dabei das Gehirn gerüstet. Shigeta ist der Letzte und er ist auf und davon. Okay, Ali, nur ganz kurz. Ich wollte Sie nicht warten lassen. Ich habe das Dwali-Geld aufgespürt, das Sie verfolgt haben. Es ging nicht zur AAC, wie Sie dachten, sondern in die Heimat nach Georgien. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Ich würde mir den Tatort gern selbst ansehen. Keine Chance, das ist nicht unsere Show. Adam, wie läuft's? Probleme beim Deponieren? Geduld, Alex. Ich brauche erst Zugang zum Motherboard, ohne meine Tarnung aufzugeben. Tut mir leid, Nachricht erhalten. Habe ich hierfür das Passwort? Nein, habe ich nicht. Oh, Sicherheitsstufe 5, um Gottes Willen, da kommen wir nicht ran. Noch nicht. Was ist das denn für Zeug, was hier rumliegt? Ach, hier aus der Kiste, ne, so Verpackungszeug, damit das nicht kaputt geht, was da drin ist. Oh, hier haben wir das Passwort. Origami 1970. Origami. Warte mal. Besser bekannt als Humanrestitutionsgesetz. Bei einer Verabschiedung müssen alle... Kann ich sogar so eingeben, das ist ja super. Ah, klasse. Wunderbar. Hallo Vince. Menschenhandel bestätigt. Oh Gott. Unsere Leute in Moskau haben bestätigt, dass die Dwalis unlizenzierte Optis aus der Tschechischen Republik rausschmuggeln. Wir vermuten, dass der Großteil in neutralen Trucks transportiert wird, aber das ist im Moment noch unsicher, weil es definitiv so aussieht, als ob die Polizei sich dafür bezahlen lässt, konsequent wegzusehen. Noch schlimmer, wenn jemand so verzweifelt ist, dass er einen Pakt mit dem Teufel schließt und dann nicht genügend bezahlen kann oder niemand ihn vermissen würde, schieben die Dwalis ein, was er hat, und verkaufen ihn an Dritte. Als Arbeitskraft, für Sex oder wegen der Ersatzteile. Das Team arbeitet noch an dem vollständigen Bericht. Dabei wird einem echt schlecht. Alter. Es ist so krank. Die Welt ist echt abgefahren. Wenn wir nicht aufpassen, wird es bei uns vielleicht auch so. Ha! Cool. Zubehörteile. Hier sind Chips aus diesem unterirdischen Casino, oder? Kann ich hier noch was öffnen? Nein. Okay, wir müssen irgendwie auf das eine Mainboard zugreifen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo ich ansetzen soll. Oh, noch eine normale alte Zeitung. Diese Leute könnten genauso gut Geister sein. Aha. Nachfragen. Okay. Brian Work. Bei ihm könnte ich wahrscheinlich nachfragen. Oh, ein PDA. Super. Hallo Angie. Ihre Vermutungen sind vertrauenswürdiger als die Beweise der meisten anderen.
Wenn diese Lagereinheit der Nummer 2 der Dwalis gehört, kann sie unmöglich sauber sein. Ich bin gerade sehr beschäftigt und kann nicht weg. Überprüfen Sie die Sache selbst und erstatten Sie mir dann Bericht. Okay, die ursprüngliche Nachricht war, hallo Vince, kennen Sie den Hof direkt gegenüber von uns? Ich esse dort nach der Arbeit manchmal eine Kleinigkeit und da steht eine Lagereinheit, die mir schon immer verdächtig vorkam. Heute habe ich erfahren, dass sie Ota Botkoveli gehört. Wir können ohne Durchsuchungsbefehl nicht offiziell rein und nur wegen einer Vermutung kriegen wir auch keinen. Aber ich konnte den Code für die Tür knacken. 3874. Einer von uns könnte inoffiziell rein und nachsehen, was drin ist. Was meinen Sie, Boss? 3874 ist super. Für den Innenhof gegenüber. Sicherheitsstufe 1 ist recht, ihr sagt was Positives über das Kollektiv. Müsste klappen, oder? Shit. Müsste klappen. Ach fuck, da komme ich nicht vorbei. Okay, wir können es nochmal probieren. Gut, dann gehe ich mal direkt hier runter. Fuck. Okay, jetzt müsste es klappen. Komm schon. Jo, nice. Wunderbar. Achtung! Der dritte vierteljährliche TF29 Schießwettbewerb steht vor der Tür. Nicht vergessen, unser Schießstand steht Ihnen immer offen. Üben Sie mit allen Schusswaffen aus dem TF29 Arsenal und unbegrenzter Munition. Haben Sie genügend trainiert? Hallo Ben, ich weiß, Miller will, dass Sie den Bombenanschlag untersuchen, aber bitte bleiben Sie unter dem Radar weiterhin an Janus dran. Um Ruzika kümmern sich schon viele und wir müssen diesen Kerl kriegen, bevor er uns kriegt. Hallo Ben, ich kriege endlich den gewünschten Durchsuchungsbefehl für das Internetcafé. Erzählen Sie niemandem von Ihrem Verdacht, dass Janus dort einen hiesigen Agenten kontaktiert. Sie würden das nicht akzeptieren, weil es dann eine lokale Angelegenheit wäre, die in Ihre Zuständigkeit fällt, nicht in unsere. Ich habe den Befehl nur bekommen, weil ich vorgegeben habe, dass der Verdächtige Kontaktverbindung zu ARC hat und etwas über den Bombenanschlag weiß. Ich melde mich, sobald das Dokument vorliegt, bis dahin keine Aktion. Ah. So, her damit, Schrauben, wunderbar. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal? Versuch's doch mal mit der Maus. Jensen, wir müssen reden. Oh, müssen wir? Echt? Gut, machen wir gleich. Zeitung. Oh, Schublade. Her damit, Kohle und Datenscan-Software. Hey, Peter Chang. Die meisten Augenzeugen sind voll... Meine Güte, Jensen. Ich habe von der Explosion gehört. Wir sollten umziehen. Wir könnten Direktor Miller gemeinsam überreden. Ihm sagen, dass es hier nicht sicher genug ist. Alles gut, Shane. Das Polizeirevier, der Bahnhof, wir sind die Nächsten. Das spüre ich. Mehr noch, ich sehe es förmlich vor mir. Niemand weiß, wo wir sind. Es besteht kein Grund zur Paranoia. Sie irren sich. Die wollen uns hochgehen lassen, Jensen. Irgendjemand. Praha Dovos wurde gerade gehackt. Die Scheinfirma des Gebäudes. Ich dachte, die gibt's gar nicht. Ich wünschte, es wäre so. Ich habe für Miller die Intellicam-Aufnahmen des Angriffs bearbeitet, um rauszufinden, wer diese Leute sind. Und vielleicht versuchen die inzwischen das Gleiche. Warum sollten die sonst eine Importfirma ausspionieren? Sie glauben, jemand hat herausgefunden, dass die Firma nur Tarnung ist und er weiß, was wir hier unten wirklich machen? Wir haben viele Feinde. Die Bombenattentäter vom Bahnhof wüssten sicher gerne, wo wir sind. Wir müssen gemeinsam rausfinden, wer hinter uns her ist und ihn aufhalten. Annehmen. Haben Sie Spuren? Okay. Haben Sie Spuren? Ich habe unseren Hacker bis zu einer leeren Wohnung verfolgt. Oberstes Stockwerk. 33 Halavi. Gleich die Straße runter. Der Typ geht jeden Tag hier vorbei und vermutlich auch rein. Soll das ein Witz sein? Jetzt spüren Sie es auch. Als wäre man lebendig begraben. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber sollte Ihnen nicht alles außerhalb dieser Mauern verdächtig vorkommen? Das wäre zu simpel. Gehen Sie zu der Wohnung. Hacken Sie Ihren Computer und finden Sie so viel wie möglich raus. Und passen Sie auf, Jensen. Wir wissen nicht, mit wem wir es zu tun haben. Ich kümmere mich darum. Sobald ich was weiß, erfahren Sie es. Okay. Den Ursprung des Hacks finden. Können wir machen, aber wir müssen hier selber erstmal noch was erledigen.
Hier ist noch ein Computer. Auch wieder. Oh Gott, darunter. Übernahmeentdeckung 15%. Wir probieren es mal. Möchte meinen, dass wenigstens einer von denen auf irgendeiner Liste auftaucht. Shit. Huh, gut, hat geklappt, wunderbar. Hallo Selina, überprüfen Sie, ob die NSN-Lava-Wall noch bei 100% ist. Sie musste in letzter Zeit zahlreiche Hackversuche abwehren und trotzdem sagen einige, ich sei paranoid, wenn ich härtere Sicherheitsvorkehrungen durchsetzen will, als gäbe es sonst nicht genug Baustellen. Sie brauchen dafür einen neuen Code, ich habe das Tastenfeld auf 7734 gesetzt. Melden Sie sich, wenn die Diagnose abgeschlossen ist, Chang. Hallo Selina, ich wollte dir die gute Neuigkeit sofort mitteilen, ich habe wieder eine Lizenz. Das verdanke ich meinem Vertreter, der den Deal ausgehandelt hat. Ich will dich nicht mit den offiziellen alphanumerischen Zuordnungen langweilen, aber im Prinzip musste ich nur die Kennzeichnung meiner Beine ändern. Und jetzt stehe ich wieder auf der Einsatzliste. In 10 Tagen geht es nach Afghanistan. Dein Lieblingsvetter zieht wieder in den Kampf. Pass auf dich auf, Jake. Ryan Parker. Baker. Simon hat ein Gespräch abgefangen, in dem es um einen Lagerraum geht, der als Abgabestelle benutzt wird. Ich habe mir das angesehen und festgestellt, dass er ganz in der Nähe ist. Wir beobachten ihn seit einigen Tagen und haben bereits mehrere Dwalis raus- und reingehen sehen. Wir sollten mal reinschauen, sobald wir wissen, wann ein gutes Zeitfenster dafür wäre. Wir wollen sie nicht verjagen. Ihr aktueller Code lautet 6354. Ich melde mich. Sollte er geändert werden. Danke. Okay, 2 neue Codes bekommen. Hey, super. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Dinger durchzulesen. Also die ganzen E-Mails und so weiter. So, das hätten wir. Da sind wir hochgekommen. Da sind wir rein. Weiter. Müssen wir alles abchecken hier oben. Hm, ja, das kenne ich schon. Ich glaube, Singh ist süchtig nach Adrenalin. Er steht immer direkt am Abgrund. Er hat es aus Dubai rausgeschafft, oder? Oh Gott. Da hoch und da runter. Okay, wunderbar. Das sollte es gewesen sein. Nice. Boah, 4 gleich. Ach ja, das kennen wir schon. An alle Mitarbeiter, ich möchte ein paar Worte zu der Mission in Dubai sagen. Wir alle kennen jemanden, der bei dieser Operation sein Leben lassen musste. Unser einziger Trost ist, dass sie für das gestorben sind, woran sie alle geglaubt haben, dass wir die Welt verbessern können. Dennoch gibt es keine Entschuldigung dafür, dass die Mission derart gescheitert ist. Die Gründe werden derzeit genau untersucht, wir können es besser und ab jetzt machen wir es auch besser für sie. Außerdem sind mir Gerüchte zu Ohren gekommen, die anzweifeln, ob wir dafür überhaupt zuständig waren und nicht Maskat. Derartige Spekulationen lenken nur ab und werden sehr ungern gehört. Konzentrieren Sie sich bitte auf die aktuelle Aufgabe. Die Opfer waren unsere Leute, es ist unsere Aufgabe, sie zu rächen. Die Trauerfeiern finden in Kürze statt. So, den Schießwettbewerb hatten wir schon. Ursprüngliche Nachricht. Sir, Mac hat mich soeben angewiesen, eine Operation in Dubai vorzubereiten. Ich habe ihn gefragt, warum wir diesen Auftrag erhalten haben, aber er hatte keine Erklärung dafür. Bei allem Respekt, Sir, fällt das nicht in die Zuständigkeit von Maskat. Keine Chance. Ach so, Moment. Agent Gerber, Ihr Vorgesetzter hatte deswegen keine Erklärung, weil er die Regeln kennt und Befehle nicht anzweifelt. Hören Sie einfach auf, MacReady, und machen Sie Ihre Arbeit, Direktor Müller. Ursprüngliche Nachricht. Mac, bitte sagen Sie mir, dass der neue Bombenanschlag nicht bedeutet, dass Maskat die Dubai-Untersuchung übernimmt. Keine Chance. Unsere Leute sind gestorben. Die Untersuchung gehört uns. Darauf habe ich Millers Wort. Okay. Jensen, stimmt doch, oder? Wenigstens einer von denen auf irgendeiner Liste auftaucht. Hey, Herr Singh. Gott, meine Augen wollen sich in meinen Schädel zurückziehen. Schade, kommt kein Blatt Papier raus. Oh, was haben wir hier noch? Stufe 2. Mist, kann ich noch nicht. Hören Sie, ich mache so schnell ich kann. Diese Leute könnten genauso gut Geister sein. Ah, der ist schon offen. Hier unten sind nochmal 3 neue. Ich warte immer noch auf Ihren Abschlussbericht. Wir müssen alle einschreiben.
Beeilen Sie sich, sonst schreibe ich ihn und dabei kämen Sie garantiert nicht gut weg. Agent Jensen. Ach so, das ist unser. Ach so. Ja. Deswegen war der Affen. Agent Jensen. Mir ist aufgefallen, dass Sie den Neuropozyn-Vorrat nicht abgeholt haben, den ich diesen Monat für Sie bestellt habe. Außerdem haben Sie zum dritten Mal in Folge Ihr Rezept zu spät abgeholt. Ich weiß, dass Agenten wie Sie gerne ihre Grenzen austesten, indem sie das lebenswichtige Medikament versagen. Die Gründe dafür sind meist Stolz, übertriebener Männlichkeitswahn oder die gut gemeinte, aber nicht angebrachte Meinung, dass andere es dringender brauchen. Falls das alles auf Sie nicht zutrifft, bitte ich um Entschuldigung, aber sollten Sie sich noch einmal verspäten, muss ich davon ausgehen, dass Sie sich das Medikament illegal aus anderen Quellen beschaffen und werde Sie melden. Danke für Ihre Kooperation. Ah, okay. Als Neuzugang im Team möchte ich mich an dieser Stelle kurz vorstellen. Mein Name ist Dr. Delava Ozen und ich bin jetzt die Psychologin für das Prager Büro. Ich führe Schulungen für Profiling, Verhandlungen mit Geiselnehmern und Gesprächsführern mit Kriminellen durch und bin außerdem für die Beurteilung und Beratung der Mitarbeiter zuständig. Durch unsere Arbeit hier in der Taskforce 29 ist jeder Agent emotional im Stress und potenziellen Traumata ausgesetzt. Geistige Stabilität ist darum mindestens ebenso wichtig wie körperliche Gesundheit. Und Sie sollten sowohl während Ihrer Fälle als auch danach Zugang zu professioneller Unterstützung haben. Ich freue mich darauf, jeden von Ihnen in den kommenden Wochen bei einem Erstgespräch persönlich kennenzulernen. So, die anderen kennen wir schon. Aha, das ist also unser Büro hier hinten. Sehr gut. Ich habe DNA-Checks bei sämtlichen Agenturen durchgeführt. Nichts. Gott, meine Augen wollen sich in meinen Schädel zurückziehen. Cool, nochmal Pistolenmuni können wir wieder verkaufen. Nice, Rye. Dutzende Tote und hunderte Verletzte. Wie Sie alle wissen, handelt es sich um den dritten derartigen. Danke, McReady. Ah. Pistolenmuni. Anführer der Augmented Rights Coalition in den benachbarten Utulek-Komplex gezogen ist. Schade, Sicherheitsstufe 2. Was hat denn der noch zu erzählen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Agent? Es heißt, Sie wären zuständig für die maskierten Söldner aus Dubai. Gibt's schon Spuren? Ich bin zwar gut, Jensen, aber ich arbeite erst seit 5 Minuten daran. In 5 Minuten kann viel passieren, McReady. Was sagt die Pathologie? Gibt es Neuigkeiten von den geborgenen Leichen? Die Reste liegen in der Station Oman auf Eis. Man hat mir gesagt, sie sind komplett sauber. Keine Abdrücke, keine Zähne, gar nichts. Mit anderen Worten, kein Schritt vor und 2 Schritte zurück. Im Moment. Darum ist es gut, dass Sie den Funkverstärker der Djinn in Dubai deaktiviert haben. Singhs Tarnung bei den Djinn steht noch. Ich hoffe, er kann von Basra aus sein Netzwerk nutzen. Vielleicht sind diese Goldmasken ja aus der Gegend. Noch so eine Dschihadistengruppe, die auffallen will. Ich weiß nicht. Ich bin nicht sicher, ob wir diese Typen in der Wüste suchen sollten. Ach ja? Haben Sie vielleicht neue Informationen zum Thema? Kommen Sie, McReady. Die Typen hatten Militäraugmentierungen. Die verstoßen aber gegen den islamischen Glauben. Das waren keine Dschihadisten. Wir haben es mit etwas Neuem zu tun. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, Jensen. Und ich sage Ihnen, halten Sie sich raus. Es ist nicht Ihr Fall. Kommen Sie, McReady. Wir sind keine Streifenpolizisten, die eine monatliche Quote erfüllen müssen. Es ist unwichtig, wer die Festnahme macht, aber wir müssen sie kriegen. Punkt. Ich kann Ihnen zwar folgen, aber ich muss eine 5-Dollar-Ermittlung mit 50 Cent machen. Da ist kein Platz für Spekulation. Hören Sie, ich bin sehr direkt, das können 3 Ex-Frauen bestätigen. So bin ich nun mal gestrickt. Aber eine kleine Show für den Neuen ändert nichts daran, was drunter ist. Ich weiß Ihre Ehrlichkeit zu schätzen. Gut. Wenn ich also sage, dass Sie mich in Dubai beeindruckt haben, dann meine ich das auch so. Bei dem Sandsturm die Batterie aus dem Helikopter zu nehmen, war echt clever. Aber die Mission ist vorbei und Sie haben nichts mehr damit zu tun. Kapiert? Ja. Aber warum wurden dann die Leichen aus Dubai nach Oman gebracht? Keine Ahnung.
Angeblich war Oman sauer, dass die Operation überhaupt genehmigt wurde. Kannst ihn nicht verübeln. Sie finden es nicht seltsam, dass wir bevorzugt wurden? Ich hinterfrage die Logik der hohen Tiere schon lange nicht mehr. Angeblich waren wir als einziges Team einsatzbereit. Ja, dasselbe habe ich auch gehört. Dann wissen Sie so viel wie ich. War's das? Ja, alles klar. War nett, mit Ihnen zu plaudern, MacReady. Nein, war's nicht. Arsch. Nee, alles gut. So, okay. Gut, ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.